Leute, herzlich willkommen bei Kajok spielt jetzt immer und willkommen zu meinem Jahresrückblick 2015. Ich nehme erstmal so das persönliche Jahr durch, dann das Spielejahr vielleicht für mich und dann noch das YouTube-Jahr. Und ja, da fangen wir mal an. Das Jahr 2015 war für mich sehr schlecht. Ich sage nur mit das schlechteste Jahr, was ich je persönlich hatte. Ich habe viele Leute in diesem Jahr kommen und gehen gesehen, neue Freunde gehabt, neue Freunde sind gegangen. Einerseits lag es auch an mir, andererseits auch an ihnen. Was soll man machen? Das Jahr hat schon Silvester schon beschissen angefangen, wo ich mit meinem besten Kumpel und zwei Personen, die ich eigentlich nicht auf den Tod nicht leiden konnte, Silvester gefeiert habe und das auch eine totale Katastrophe war. Aber sagen wir so, ich habe dieses Jahr meine große Depression überwunden gegen Ende des Jahres. Was ziemlich gut ist, weil den ganzen Tag sich nur Vorwürfe machen und sich selber beschuldigen, dass man nur Fehler macht, ist halt nicht gut. Und das war auch, das ist auch nicht besonders gut, wenn man sich die ganze Zeit runter macht und dann auch Sachen durch seinen Kopf die ganze Zeit gehen. Arbeit war dieses Jahr ziemlich stressig. Nur Stress auf Arbeit, sinnloser Stress. Gut, wir haben einen neuen Vorarbeiter bekommen. Das war gut. Dadurch ist der ganze Stress mal weggegangen. Aber viel Stress mit den Eltern, Stress mit Freunden, Stress mit der Kumpeline, dann hat sie einen Freund, dann ist man für sie die letzte Dreck und dann kommt sie doch wieder, dann versöhnt man sich. Und dieses Jahr war auch ein Jahr, wo ich jetzt einen besten Kumpel mit, also einen guten Kumpel, wo ich dachte, es wäre ein guter Kumpel, auf vielen Konzerten war dieses Jahr, also 2015 war ein schlechtes Jahr, aber auch das Jahr für mich der Konzerte und Fest, so ein bisschen so zwei kleine Festivals. Was so ziemlich nice war, aber leider hat er sich jetzt auch entschlossen zu gehen. Es ist wieder interessant zu sehen, wie viel man Leute wieder gehen sieht, wo man dachte, sie bleiben bei einem. Oder auch wie an vielen Leuten man denkt, die das wären gute Menschen und dann hört man das und das. Ja, Silvester ist schon da, wenn ihr das gehört habt. Nein. Wo war ich? Man dachte, es wären gute Leute und dann gehen sie doch wieder. Das ist einerseits mein Verschulden, einerseits auch deren Verschulden. Und da denkst du dir eigentlich nur noch, da braucht man sich manchmal auch Depressionen herkommen. Warum ist man eigentlich da? Aber was soll man machen, ne? Man kann die Menschen nicht drehen und wenden. Das einzige Highlight war mal eine Woche im Sommer, wo ich wirklich mal blendend beste Laune hatte, wo ich den ganzen Tag am See war und dort gechillt habe, mir dieses Jahr den größten Sonnenbrand des Jahres, ich glaube, meines Lebens gefangen habe, wo ich wegen meiner Arbeit ich wurde dieses Jahr einen Monat suspendiert, weil ich zu der einen Vorarbeiterin nur was Falsches gesagt habe. Das war nicht mal, eigentlich nicht mal so was Falsches, nur sie dachte irgendwie auf Arbeit, es ging mir am Arsch vorbei, da wurde ich suspendiert, dann wurde ich zu meiner Firma zu einer Zaunbaufabrik geschickt im Hochsommer und da war kein Schatten oder so, du hattest nur einen Helm auf. Ja, und du hast dich nicht eingeschmiert, da hattest du erstmal den fettesten Sonnenbrand der Welt gehabt auf deinen Körper. Und ich glaube, das war auch dieses Jahr, wo ich auch bei so einer Dach, die haben Dachkiesel irgendwie hochgestreut und der Typ, der war schon schlecht gelaunt die ganze Zeit und der anderen, ja. Und du kommst dann als Nobby an, der gar nichts kann und wirst nur vollgeschnauzt und dann haben die sich beschwert bei mir in der Firma und da wärst du fast rausgeflogen. Aber das war mir dann in dem Effekt irgendwie auch scheißegal gewesen in dem Zeitpunkt. Das war der Hochmut meiner Depression und da war es eh alles scheißegal. Was hatte ich dieses Jahr noch? Sehr viele Selbstmordgedanken, die ich durch bestimmte Freunde aber wieder wegbekommen habe und zurzeit auch Großes. Also, das heißt groß, ja, groß weggegangen ist. Ja, wenn man so sich denkt, ich sag mal so, ich bin ja auch privat nicht, ich bin einerseits, ich bin sehr hilfsbereit und alles, aber ich bin auch nicht so manchmal ein leichter Fall, also ich habe manchmal meine Phasen, sagen wir es so. Und ja, das ist,
Ja, mich privat ist nicht eine Mischung aus gut und schlecht, aber ich glaube, das hat jeder so auf eine Art speziell und hat seine Ticks. Nur ich glaube manchmal, dass meine Ticks wirklich die größten der Welt sind. Und also 2015, das Einzige, was gut am Ende ist, ja, ich werde vielleicht nächstes Jahr eine neue Arbeit anfangen, wie es dann natürlich mit YouTube aussehen wird. Ob ich da noch groß Zeit habe, ist was anderes, weil ich möchte ja hier Wachmann machen. Und ich habe da ja so eine Schulung gemacht, die ich auch zum Glück meinem Wissen bestanden habe, musste man sehr viel Paragraphen lernen und an die Gesetze und die Gesetze. Und ja, das war schon ziemlich happig, so mit den ganzen Sachen. Das selber war so nicht groß. Ich, wie gesagt, ich war glaube auf Konzerten. Das letzte Konzert, was ich jetzt war, das war Masimoto. Das war letzte Woche Samstag. Ja, das am 19.12. in Berlin Columbia Halle. Und es war sehr nice. Gegen Ende wurde es sehr anstrengend, weil ich meine Kumpeline die ganze Zeit auf den Schultern getragen habe. Und wenn ihr da so einen 50 Kilo Sack die ganze Zeit nur so macht auf eure Schultern habt, dann denkt ihr so, oh, das wird irgendwann echt schwer. Und ich fand es so komisch, dass mir irgendwie ich weiß nicht wer, ich wurde dreimal, während ich sie auf dem oben hatte, am Arsch gefasst, dreimal. Stand jemand auf mich? Stand jemand auf den Keil? Wir werden es nie erfahren. Außer die Person meldet sich irgendwie. Und 2015 war auch das Jahr der Verabredungen bei mir. Ich hatte über Internet sehr viele Verabredungen gehabt. Bei zwei dachte ich, ja, das wird was, aber da wurdest du wieder enttäuscht, weil sie haben sich irgendwann überhaupt nicht mehr gemeldet. Zurzeit habe ich auch wieder was, aber ob das noch was wird, das wird sie auch wieder zeigen. Ja. Was haben wir noch? Nehmen wir mal das Spielejahr. Ich weiß jetzt nicht, ob. Nee, das kam ja letztes Jahr raus. Da kann ich das nicht annehmen. Also ich könnte echt sagen, ich fange jetzt mal an beim Spielejahr. Meine zwei größten Enttäuschungen dieses Jahr, gut, obwohl ich das englische Spiel gut, sehr gut bewertet habe, das. Also meine größte Enttäuschung dieses Jahr war wirklich Metal Gear Solid 5. Und das nicht auf Gameplay-Ebene gesehen, sondern auf Story-Geschichten, weil das Spiel storytechnisch irgendwie unfertig wirkte. Soweit wie ich es damals gespielt habe, wo ich mein angespielt Video oder Meinungsvideo gemacht habe, war ich ja nicht durch mit dem Spiel. Und das Problem ist, gegen Ende, es ergibt nichts einen Sinn. Es ist die Storyfetzen, die da kommen und dann, ach, dann wird das sein gelassen. Dann, wisst ihr, das heißt, es passiert was und dann wird es gar nicht mehr erwähnt. Früher waren Metal Gear Teile immer sehr groß mit Cutscenes, also Stunden, also halbe Stunde oder 20 Minuten. Waren immer Sache und da sind es kurze und dann ergeben sie nicht so richtig Sinn. War nicht mal richtig mit den Emotionen dabei. Das erste Metal Gear, wo ich keine Emotionen hatte, das war gegen Ende, da wird ja der Metal Gear geklaut und dann boah, passiert nichts. Dann haben sie ja, da sollte es ja noch ein drittes Kapitel geben, was nie gekommen ist. Und alles, es wirkt die Gameplay-technisch hoch, das ausgereift, aber in Sachen Story ziemlich runtergedrückt. Meine zweite größte Enttäuschung war ja noch dieses Jahr Batman Arkham Knight. Wegen Batmobile eine Story, die mich nicht interessiert hat. Und es war so, na. Aber ich will jetzt nicht darauf weiter eingehen. Gut, meine größte Überraschung war Wolfenstein's Old Blood dieses Jahr. Ich glaube, es kam Anfang des Jahres raus. Und das war jetzt zu New Order, so eine Backgeschichte, was davor passiert ist. Aber es war ziemlich gut gemacht. Also, was kannst du beim Wolfenstein falsch machen? Eigentlich recht viel, wenn du dir das Wolfenstein von 2009 anguckst. Also, es war so meine Überraschung des Jahres. Es war ein kleines Spiel, aber es hatte den besten Singleplayer als Call of Duty Black Ops 3. So. Naja, das Spiel ja fand ich aber 2015 für mich ziemlich durchwachsen, weil ich immer spezielle Meinungen habe zu diversen Spielen und ich sie meistens mehr in Party-Chats ausdrücke, anstatt woanders. Na, da bin ich manchmal nicht der beliebteste in YouTube. Also im Xbox-Land. So. Dann nehmen wir jetzt nur noch YouTube durch. Also ich muss sagen, 2015 war das Jahr, wo YouTube mich am meisten aufgeregt hat. Das liegt hauptsächlich daran, an ganz vielen Sachen. Sprich, wenn ich die größten deutschen YouTuber sehe und sehe, was sie machen, sei es, wie gesagt, LeFloid, DagiBi, iBlali und so, dann. Und du siehst, dass sie damit Erfolg haben, dann denkst du dir, mit dem größten Scheiß kriegst du wirklich die Klicks. Und dass die Produkte machen dürfen, wie Schminke, finde ich eigentlich nur saudumm. Dann wie
CDs leihend. Ich habe mir das Ding probiert auf Amazon und dann habe ich mir ein bisschen was auf YouTube gegeben und das Ding war grauenvoll. Dann dürfen die schon Kinofilme machen, wie Kartoffelsalat, was einfach nur eine Katastrophe ist. Und ich glaube, die Lochis mit ihren, ich weiß nicht mehr eigentlich vorher, wer die Lochis waren, bevor ich es bei Mr. Trashback gesehen habe. Obwohl, und Mr. Trashback, dass ich da abonniert habe, weiß ich selber nicht warum. Und mich da auch noch aufzuregen, weil Mr. Trashback der größte Arschkriecher im ganzen YouTube-Land ist. In Deutschland. Und die Lochis, da siehst du den Trailer und siehst wieder nur so einen x-beliebigen deutschen Comedy-Film, der auf Amerikanisch tut und dann, das tut weh und dann die Fans, die mich gerade ein bisschen zuspammen, auch gerade meinen Kanal den Zeitpunkt gerade haten, was ich süß finde, danke für die Klicks, ihr Lochi-Fans, ihr kleinen Mainstreamer, ich sag's einfach trotzdem mal, Opfer. Ist schon traurig, dass eigentlich so eine Leute Filme machen dürfen. Reicht es nicht, dass sie die YouTube-Mainstream-Welt mit ihren hässlichen Videos schon beschreiten, die lustig sind wie ein Kartoffelsack beim Angucken oder beim Rumrollen? Ja, aber 2015 war der jedenfalls das Jahr meines YouTube-Stars. Mein YouTube-Liebling 2015, Drachenlord. Mädel Leute. Servus. Ja, ein paar Vlogs habe ich den ja so ein bisschen mal zitiert und so. Und bei Drachenlord ist es einfach so, die Person an sich ist eigentlich total uninteressant. Das ist ein Typ, der total ignorant ist, versucht wirklich ihn auf YouTube Star zu machen, der nichts annimmt und wo 95% seiner Fans Hater sind. Und das Problem an den Hatern ist nicht, dass sie nur schreiben, ja, du bist scheiße in den Chats, sondern dass sie auch sehr kreativ sind. Man möge sich nur die zigtausend Drachenlord-Besuchvideos reinziehen. Und so, und du denkst dir so, die Leute sind kreativer als der Typ und der Drache tut halt immer so, ja, die scheiß Hater und so. Und er erwähnt ja halt immer die Hater und er hat auch kein anderes Thema. Wenn er die Hater nicht hätte, würde er auch heutzutage kein Video-Content mehr produzieren können. Und falls ihr Drachenlord-Fans seid und ihr das posten müsst, macht's ruhig, mich juckt's nicht. Und mein YouTube, ja, muss ich sagen, ich habe ja mit Keller Spiele, ich habe ja vorher, wie gesagt, meinen Mr. Gaming Sound Kanal, ich glaube, der feiert sogar dieses Jahr den dritten Geburtstag oder den zweiten. Ich weiß es nicht mehr, wo ich halt ja nur Spiele-Soundtracks hochlade, ist ja auch in der Partnerbox da irgendwo auf der anderen Seite, wenn ihr auf meinen Kanal geht, da verlinkt. Und ich habe jetzt, glaube ich, aktuell 269 Abonnenten und ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden, obwohl ich nur Spiele-Soundtracks hochlade, dass ich generell so hochgekommen bin. Am Anfang habe ich ja noch ein bisschen was mit Testchecks und Gameproben gemacht und Testvideos, aber ich habe irgendwann gemerkt, weißt du was, es das heißt Mr. Gaming Sound, also lädst du nur Soundtracks hoch. Und ich danke den anderen Mr. Gaming Sound, der meinen Namen verwenden wollte, dass du keine Videos hochlädst. Danke, dass man uns nicht verwechselt. Ja, wie sehe ich Keiler Spielezimmer? Ich habe ihn ja aufgemacht. Das war ja irgendwie mein letzter Kanal, den ich irgendwie aufmachen wollte. Davor hatte ich ja sehr viel Let's Play Scheiße gehabt und alles. Und ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass ich bis jetzt 27 Abonnenten habe. Klar, jetzt sagt man, das ist ein YouTuber, der bis zuvor wenn überhaupt was hat. Das sagt man jeden Einzelnen. Nur bei mir ist es so, ich will eh nicht groß berühmt werden. Ich finde es schon irgendwie komisch, dass ich 269 oder 270 Abonnenten auf einen Soundtrack-Kanal habe. Und dass ich auf den Kanal 27 Abonnenten habe, die mir zugucken und mögen das, was ich mache. Manche halt nicht, immer gesagt, ich habe gesagt, das in Deutschland ist. Sollte man jedenfalls glauben, dass in Deutschland Meinungsfreiheit herrscht, bei mir herrscht eine, könnte man schreiben, was man will und ich nehme es zur Kenntnis hin. Halt. Also dass ich jedenfalls so durchgestartet bin mit Keiler Spielezimmer, finde ich eigentlich relativ gut, dass meine drei erfolgreichsten Videos zur Zeit, also mein erfolgreichstes ist ja das Unboxing American Guinea Pig. Es geht ja immer hoch, das hat jetzt über 300, dann kommt das Doom Alpha Eindrücke Video. Du müsst über 220 jetzt da haben, was ich auch sehr nice finde. Und glaube ich, dich gefolgt von mein Halo 5 Testvideo. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, dass mein Doom und mein Unboxing da ziemlich gut auffangen kriegt hat, obwohl ich mich so ein kleiner kranker Splatterfilm-Fan bin. Und ja, das war es eigentlich alles, was ich jetzt groß zusammen in kurz gefasst im Jahr 2015 sagen konnte. Ich sagte, auf YouTube war es ein gutes Jahr, auf privat war es ein schlechtes Jahr. Bis auf die Konzerte und der kurze Sommer. Für mich die 1, 2 Wochen. Und ich wünsche, also jetzt kommt dieses obligatorische Absolument.
Ich wünsche euch jedenfalls ein gutes Jahr 2016. Ich hoffe, dass es bei mir jedenfalls auch privat besser wird. Und guten Rutsch ins neue Jahr, wo bei mir Silvester immer noch nicht geplant ist. Aber ich glaube, da wird wieder fast wie jedes Jahr kurzfristig noch was geplant werden. Und ja, Leute, Medi-Loi. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.